Die Fußballwelt trauert um Bernd Brandsch. Nach langer Krankheit ist der frühere Kapitän der DDR-Fußballnationalmannschaft am 11. Juni 2022 im Alter von 77 Jahren gestorben. Das hat sein langjähriger Verein Hallescher FC von seiner Familie erfahren. Brandsch ist über 70 Mal für die DDR-Nationalmannschaft aufgelaufen. 1976 wurde er mit dem Team Olympiasieger, 1972 Olympiadritter. Bei der einzigen WM-Teilnahme einer DDR-Auswahl im Jahr 1974 stand Brandsch als Kapitän auf dem Feld. Für den SC Chemie Halle und dessen Nachfolger Hallescher FC Chemie lief er fast 300 Mal auf. 1968 und 1974 wurde Brandsch, der als Stürmer begann und später in die Abwehr rückte, zum DDR-Fußballer des Jahres gewählt. Er ist der dritte prominente Fußballer aus der DDR, der 2022 verstarb. Abschied nehmen mussten wir auch schon von Hans-Jürgen Dörner und Joachim Streich.